Liebe Mitarbeitende, Ihnen und Ihren Angehörigen wünsche ich ein gutes und vor allem gesundes neues Jahr. Das Jahr 2021 war wie das Jahr 2020 geprägt durch die Pandemie. Die dritte und vierte Welle trafen die Krankenhäuser und damit auch uns mit voller Wucht. Die letzten Patientinnen sind noch nicht entlassen, schon steht die nächste Welle vor der Tür. Testen und Impfen waren die Mittel der Pandemiebekämpfung. Aus zwei Pieksen wurden drei. Über einen vierten wird gerade politisch und wissenschaftlich diskutiert. Die Impfung sollte das Testen ersetzen, aber nicht im Gesundheitswesen. Hier wird Ihnen, hier wird uns viel abverlangt für die Sicherheit und den Schutz aller. Wie im letzten Jahr wurde zwischen den Feiertagen in unserem Impfzentrum gearbeitet. Die letzten Mitarbeitenden erhielten ihre Boosterimpfung. Nun sind wir alle maximal geschützt. Auch in 2022 werden wir Ihnen wieder Impfangebote machen, wenn dieses erforderlich ist. Wir haben viel erreicht in 2021. Wir sind eins auf dem Innenstadtcampus. Die Neubesetzung von strategischen Positionen, der Pflegedirektor und zwei Direktoren in den internistischen Kliniken, die Entwicklung der zentralen Notaufnahme zur Klinik für Akut- und Notfallmedizin, die konsequente Einhaltung von Struktur- und Qualitätsvorgaben sowie viele Erst- und Rezertifizierungen seien hier beispielhaft genannt. Wir haben viel vor dieses Jahr. Zwei Computertomographen der neuesten Generation werden in der Radiologie installiert. Die Digitalisierung schreitet weiter voran. Das Krankenhauszukunftsgesetz geht in die Umsetzung. Viele Zertifizierungen sind geplant, sowie wissenschaftliche und Modellprojekte. Unser MVZ wächst Zug um Zug. Den neuen gesetzlichen Vorgaben stellen wir uns. Am Freitag treffen die Ministerpräsidentinnen mit dem neuen Bundeskanzler zusammen, um über die weitere Strategie zu beraten. Es herrscht ein Blindflug in Bezug auf das aktuelle Pandemiegeschehen. Über- und Unterbietungen zu Öffnungen und Schließungen sind zu erwarten. Die Auslastung der Kliniken wird an viel zu hohen Parametern bemessen. Hier wird Ihnen und unseren Kapazitäten eine Doppelbelastung aus Non-Covid- und Covid-Patientinnen zugemutet, die das angestrebte Ziel, Leben und Gesundheit aller Patientinnen zu schützen, ins Gegenteil verkehren könnte. Das höchste deutsche Gericht hat kurz vor Weihnachten im Rahmen seines Triage-Urteils klar dazu Stellung bezogen, dass hier unverzüglich entsprechende Maßnahmen durch den Gesetzgeber zu treffen sind, sodass der Schutz der Mitarbeitenden in den Kliniken und die Versorgung aller Patientinnen im Vordergrund steht. Durch Ihr Einspringen und Ihre Flexibilität ist es uns erneut gelungen, die Patientenversorgung in 2021 24/7 sicherzustellen. Gespannt schauen wir auf die weiteren Entwicklungen, in der Hoffnung, von einer pandemischen in eine endemische Lage zu kommen. Für Ihren täglichen Einsatz in allen Bereichen des Klinikums danken Ihnen die Geschäftsführung und die Krankenhausleitung.